Ja, diese Folge wird sehr entspannt. Wer viel Stress hat, sollte die auf jeden Fall komplett gucken. Nee, aber im Ernst, ich war übers Wochenende in Freiburg bei Jan zu Besuch. Wir sind ein bisschen Langlauf gefahren, wir sind ein bisschen Snowboard gefahren, im Schwarzwald. Guckt es euch mal an. Ja, Leute, willkommen zur nächsten Episode. Wir laufen hier gerade, also Jan und ich, ne? Wir laufen hier gerade am Feldberg rum bei Grafenmatt. Und wollen hier eine kleine Skitour machen. Ich habe hier Langlauf, er hat, was hast du eigentlich? Tourenski. Tourenski, genau, mit so einem Feld runter. Genau, wir haben eine Tour geplant, die geht so, die geht vielleicht, wie lange geht die? 6 Stunden oder so? Die geht den ganzen Tag, würde ich ungefähr. sagen. Wir sind auch schon spät dran, wieder, schon 12 Uhr durch. Hier Talstation von Grafenmatt. Hier starten wir so eine kleine Langlauftour. Genau, könnt ihr sehen, hier ich habe Langlauf, Jan hat so Tourenski. Super schön hier. Wir sind jetzt auf der anderen Seite beim Leistungszentrum angekommen. Die Sonne ist rausgekommen, richtig schöner Tag. Ja, Leute, schaut mal, wir sind auf dem Herzogenhorn hier, dem zweithöchsten Berg im Schwarzwald, sind gerade hochgestiefelt. Da drüben der Feldberg, da gehen wir morgen schön Ski bzw. Snowboard fahren. Und so langsam wird es auch spät. Ich denke mal, wir machen jetzt hier noch unsere Pause zu Ende und dann geht es wieder rüber. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, aber so Halb langsam. vier. Halb vier. Ja, dunkel wird es, glaube ich, so um 5 oder was, ne? Dann wird es schon Zeit. Ja, das ist jetzt hier der letzte Meter Sonne genießen, weil wir gehen gerade noch auf den Gipfel, auf der anderen Seite wieder runter. Die andere Seite liegt dann im Schatten. Und dann ist der Tag vorbei. Dann fahren wir wieder nach Freiburg runter. Morgen steht Abfahrt auf dem Plan. Ich denke mal, auf der Kamera sieht man das nicht so, aber wenn man genau hinguckt, über die Wolkendecke da am Horizont hinweg, dann sieht man da die Alpen. Heute haben wir echt guten weiten Blick. Richtig schön heute hier. Schon ist der zweite Tag. Wir sind gerade hier völlig abgehetzt zur Bahn gerannt in Freiburg, weil wir heute mit unseren Skisachen hochfahren. Und jetzt ist gerade 8:15 Uhr. Die Bahn ist schön leer. Später soll die brechend voll sein. Vielleicht nicht ab hier, aber weiter oben. Genau, mal gucken, wie der Skibetrieb heute ist. Ich meine, der Schnee ist nicht so fürchterlich krass. Das Skigebiet ist nur halb auf, aber wird trotzdem voll. Es ist heute Sonntag. Leute, das nenne ich mal Glück mit dem Wetter. Heute scheint die Sonne, der Himmel ist blau. Dann hat schon die Kamera am Start. Genau, und wir fahren heute den ganzen Tag hier. Ja, guten Morgen, Leute. Schon bin ich wieder zu Hause.
wenn ihr sehen wollt, wie Köln nach dem Krieg ausgesehen hat, kommt einfach an meiner Straße vorbei. Hier ist schon seit Monaten eine Baustelle. Genau, jetzt ist früh morgens, 6:30 oder so. Ich bin jetzt hier in Köln gerade unterwegs zum Straßenverkehrsamt, weil abgesehen davon, dass mir jemand reingefahren ist, hat mir auch noch jemand die Nummernschilder geklaut. Und ich muss mein Auto jetzt anmelden gehen mit meinen neuen Nummernschildern und so weiter. Und ihr glaubt's nicht, der Typ, der mir die Nummernschilder geklaut hat, der wurde sogar mit meinen Nummernschildern geblitzt auf irgendeinem anderen Auto. Naja gut, ich gehe auf jeden Fall jetzt mein neues Nummernschild anmelden und dann habe ich auch bald mal wieder ein Auto zur Verfügung. Ja, und hier sind sie, meine Nummernschilder, die geklaut wurden. Also die wurden wirklich geklaut. Ich habe die hier nachgekauft und erst danach rausgefunden, dass meine Nummernschilder für 10 Jahre gesperrt sind. Ich warte keine 10 Jahre, bis ich die wieder benutzen kann. Deshalb kann ich die eigentlich nur benutzen, um die noch als Souvenir an die Wand zu hängen. Mehr geht nicht, leider. Naja gut, wie dem auch sei, die Folge ist jetzt zu Ende. Aber ich denke, nächstes Mal wird interessant. Wir gehen in eine Höhle. Ich weiß noch nicht genau, was uns erwartet. Aber folgt mir, klickt Like, klickt auch die Klingel an. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.